Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute soll es nun weitergehen mit meinen nächsten 5 gelesenen Büchern, die ich euch gerne präsentieren möchte. Diesmal sind auch wieder 3 Comics dabei, die ich euch sehr gerne präsentieren möchte. Wie ihr wisst, tue ich ja so ein bisschen unterscheiden zwischen, ich sage mal, normalen Büchern und Comics. Die Comics zeige ich immer extra, aber die zählen halt quasi nicht mit zu den 5 gelesenen Büchern. Daher wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ich kann mir vorstellen, dass das Video heute doch relativ kurz wird, einfach aus der Tatsache heraus, dass 3 von den 5 Büchern ich nicht näher besprechen möchte, aber ich möchte dazu sagen, dass ich dazu zu den Büchern noch ein weiteres Video geplant habe und ich dem Video nicht unbedingt vorweggreifen möchte. Ja, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und freut euch quasi auf das Video, was dann noch geplant ist. Bei dem ersten Buch, welches ich euch heute zeigen möchte, handelt es sich quasi um eine Biografie, die für, nicht unbedingt für Erwachsene gemacht ist, sondern eher für Kinder und die ja die Person, die hier vorgestellt wird, auch auf eine spielerische Art und Weise, aber doch sehr angenehme Art und Weise und sehr leichte Weise gemacht worden ist, sodass man das Gefühl hat, dass man sie trotzdem auch als Erwachsener lesen kann. Und zwar handelt es sich um das Buch Besuch bei Astrid Lindgren und zwar von Kerstin Ljunggren. Mein Schwedisch ist leider nicht so gut und ist aus dem Oettinger Verlag. Wie man unschwer erkennen kann, wird in dem Buch ja Astrid Lindgren vorgestellt und wie ich bereits sagte, auf eine sehr kindergerechte Art gemacht, was ich sehr, sehr gelungen fand, was ich auch daher gelungen finde, dass ich mir vorstellen könnte, dass Kinder hier wirklich dranbleiben und dass Kinder auch die Freude haben, die Person Astrid Lindgren kennenzulernen auf ihre Art und Weise. Das Einzige, was ich mich natürlich gefragt habe, ist, ob natürlich Kinder sich so dafür interessieren, wer hinter den Büchern steckt. Aber ich denke mal, da gibt es schon die ein oder anderen Kinder, die es das vielleicht dann doch interessiert. Und dafür ist einfach diese Biografie wirklich gut gelungen. Ich hatte meine Freude. Natürlich ist es ein sehr kurzlebiges Buch. Aber wer noch sich nicht mit Astrid Lindgren beschäftigt hat und gerne zur Person etwas lesen möchte, dem kann ich dieses Werk empfehlen. So als Einstieg, so als ganz minimalistischen Einstieg, um vielleicht auch so ein paar Daten von Astrid Lindgren, oder Eckdaten von Astrid Lindgren zu erfahren. Ja, ich fand das Buch sehr schön. Es war zwar sehr kurzlebig, natürlich dadurch, dass es ja für Kinder gemacht ist, liest man das Erwachsene natürlich relativ schnell. Das zweite Buch habe ich direkt im Anschluss zu dem ersten Buch gelesen und zwar passt es thematisch einfach sehr gut. Diesmal handelt es sich nicht um eine Biografie über Astrid Lindgren, sondern Astrid Lindgren hat hier autobiografische, sag ich mal, Kurzgeschichten geschrieben, beziehungsweise Erzählungen. Astrid Lindgren nimmt uns hier so ein bisschen mit in ihre Kindheit, aber auch in, ich sage mal, die Beziehung ihrer Eltern. Und zwar rede ich von dem Werk Das entschwundene Land von Astrid Lindgren aus dem Oettinger Verlag. Wie man sieht, sind beide Werke, sowohl das hier als auch das hier, doch relativ ältere Werke. Ich weiß gar nicht, ob man sie heute so noch findet. Ich habe sie hier auch nur gebraucht gefunden, habe sie eigentlich in einem relativ schönen Zustand oder guten Zustand gefunden und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Und ja, aber zurück zum Werk. Ich fand es hier wunderbar gelungen, wie Astrid Lindgren die Liebe zu ihren Eltern, aber auch die Liebe zu ihrer Kindheit, die sie verbracht hat, oder man merkt einfach, dass sie sehr, sehr glücklich darüber ist, dass sie so eine wunderbare Kindheit hatte und auch in ihrem Erwachsenenleben auch davon richtig zerrt, dass sie da ganz viel für ihre weitere Entwicklung mitgenommen hat. Und das, finde ich, merkt man diesem Werk hier sehr, sehr gut an, beziehungsweise bekommt man sehr gut von Astrid Lindgren übermittelt. Das so viel nur an dieser Stelle. Ich werde dann, wie schon gesagt,
in einem anderen Video nochmal näher darauf eingehen. Bei dem dritten Buch, welches ich gelesen habe, dachte ich mir dann, ich brauche jetzt erstmal thematisch etwas anderes, um ja auch wieder ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, beziehungsweise auch andere Denkanstöße zu bekommen. Jetzt habe ich es. Und da ich auch sehr viel zu der Zeit unterwegs war, dachte ich mir, ich nehme ein etwas schmaleres Buch, und weil ich auch diese Autorin schon etwas länger nicht gelesen habe, hat sich das eigentlich sehr gut angeboten. Und zwar habe ich dann zu Toni Morrison Sehr blaue Augen aus dem Roro Verlag, auch hier eine sehr, sehr alte Ausgabe, die ich damals auch Gebrauch gekauft habe. Zum Inhalt, es geht hier um die Protagonistin Claudia, was ich ehrlich gesagt etwas verstörend fand, beziehungsweise ich damit auch ein bisschen meine Probleme hat, wenn man den eigenen Vornamen in einem, in einer Geschichte liest. Aber dadurch, dass der Name auch nicht sehr häufig vorkam, also ständig Claudia, viel ging da schon irgendwie. Aber ich hatte schon so ein bisschen meine kleinen Berührungsschwierigkeiten, aber ja, sei es wie es sei. Hier begegnen wir also der Protagonistin Claudia mit ihrer Familie, ihrer afroamerikanischen Familie, die in Amerika lebt. Und ja, Claudia hat einen besonderen Wunsch, und zwar, wie es der Titel schon verrät, möchte sie gerne sehr blaue Augen. Wieso, weshalb, warum das so ist, das kann man sich, wer Toni Morrison vielleicht auch schon gelesen hat, wahrscheinlich ja auch schon ein Stück weit denken, aber wer eben noch nicht, den möchte ich gerne das überlassen, auch dieses Werk selbst zu entdecken. Es ist natürlich ein sehr anstrengendes Buch, und das meine ich nicht im Negativen. Ich meine anstrengend hier in dem Sinne, dass es ein fordert, dass man, ja, so ging es mir jedenfalls, dass ich 15, 20 Seiten gelesen hatte und dann auch erstmal ein Stück weit auch so ein bisschen meine Pause brauchte, um das zu verarbeiten, was hier drin steckt. Ich mag Toni Morrison wirklich sehr. Ich mag ihre Schreibe, ich mag auch ihre Themen, die sie bearbeitet, und auch, dass man sich dadurch damit auseinandersetzt. Ja, das war auch das, was mich natürlich bei diesem Werk durchhalten lässt, was natürlich auch ein sehr emotionales Buch ist und man wirklich bei diesem Werk, fand ich, dazu ja bereit sein muss. Also wenn man jetzt quasi in einer selbst sehr ja aufreibenden Zeit ist, dann ist es vielleicht nicht unbedingt so gut, dieses Werk zu lesen. Aber wenn man offen ist und wenn man gerade seine eigene Welt ja in Ordnung ist und man sich mit solchen Themen auseinandersetzen kann und auch mal in der Stimmung ist, dann passt es wirklich gut. Ich kann mir vorstellen, wenn es bei mir jetzt eben gerade nicht gepasst hätte, hätte ich dieses Buch vielleicht auch, weil es eben nicht gepasst hat, vielleicht auch abgebrochen. Das ist jetzt nicht, das meine ich gar nicht negativ, einfach weil dieses Buch es verlangt, dass man es in der richtigen Stimmung liegt. Wer Toni Morrison kennt, den kann ich dieses Werk wirklich uneingeschränkt empfehlen. Und es würde mich auch mal interessieren, wer es schon gelesen hat, wie er es empfunden hat. Und ja, und ansonsten, wer es noch nicht kennt und wer auch Toni Morrison noch nicht kennt, wem kann ich Toni Morrison immer wieder empfehlen. Anschließend habe ich zu einem völlig anderen Genre gegriffen, weil ich finde, dieses Genre bietet halt auch einfach immer die Möglichkeit, dass man in die Bücher, nicht immer, klar, aber häufig, dass man in die Bücher einfach eintauchen kann, dass man ja so ein bisschen seinen eigenen Alltag vergessen kann, und dass man das Gefühl hat, ja, man entschwebt quasi in eine völlig andere Welt. Und zwar spreche ich von dem Genre Fantasy, und aus dem Genre habe ich mir den ersten Band, Der Kreis der Dämmerung, das Jahrhundertkind von Ralph Isogo geschnappt, und aus dem CBJ Verlag. Ich habe das schon eine ganze Weile auf meinem Sub gehabt und ich fand das damals so schön, diese Cover, diese Ausgabe. Was mir jetzt im Anschluss Schwierigkeiten bereitet, mir auch die anderen Teile zu besorgen, weil irgendwie wären diese
oder ist diese Auflage quasi so ein Stück weit auch vergriffen. Ich hoffe, ich finde noch Teil 3 und 4 in der Ausgabe. Echt wunderschön und ich mag sie einfach so von der Aufmachung. Ich mag die Covergestaltung. Und ja, mal sehen, ob ich Teil 3 und Teil 4 finde. Falls ihr einen Tipp findet, wo ich außer die üblichen Plattformen und Möglichkeiten noch gebrauchte Bücher finde, dann bin ich für jeden Tipp sehr dankbar. Aber zurück zum Buch. Wir lernen hier den Protagonisten David Camden, kennen, der am 1. Januar 1900 geboren ist und durch die Hebammen ja so ein bisschen Prophezeiung des Jahrhundertkinds ja übergestülpt bekommen und die Eltern wissen nicht so recht, was sie damit anfangen sollen, beziehungsweise geben den Ganzen auch gar nicht so die Bedeutung. Zum einen liegt das darin, dass der Vater von David eine Vorgeschichte hat, beziehungsweise hat er etwas miterlebt, was ihn sehr, sehr stark geprägt hat und was auch dafür sorgt, dass der Vater ein Stück weit auch immer ja in Angst lebt und auch die geschichtlichen Ereignisse beziehungsweise die politischen, gesellschaftlichen Ereignisse immer sehr stark in einen bestimmten Kontext setzt. Und zwar erlebt der Vater ja, entdeckt ja so ein bisschen eine Geheimgesellschaft und er sorgt dafür, dass diese Geheimgesellschaft vielleicht ein Stück weit auch nicht so arbeiten kann, wie sie gerne möchte, das nur so viel. Und aber er entflieht dieser ganzen Situation und lebt dann halt quasi so ein Stück weit sein Leben auch weiter und gründet dann halt mit seiner Frau und seiner Frau seine Familie. Und ab da setzt auch die Geschichte ein. Also man lernt halt quasi den Protagonisten David kennen und man lernt so, und man verfolgt so seine ersten Jahre, bis er hier im Erwachsenenalter schon ist. Ja, so viel zur Geschichte. Das Besondere an dem Buch, beziehungsweise empfinde ich es als etwas Besonderes, ist, dass hier wirkliche geschichtliche Fakten verarbeitet werden, wie beispielsweise der Untergang der Titanic oder der Erste Weltkrieg. Es werden natürlich nur so die Fakten genommen und Ralf Isau nimmt nur die Fakten und verarbeitet sie in seinem Buch, aber der ganze andere erzählende drumherum ist natürlich dann ein Stück weit ausgedacht von ihm. Aber ich fand es so interessant, dass die geschichtlichen Fakten da so sehr, sehr gut reingeflochten sind und verarbeitet worden sind. Es passt einfach. Es ist irgendwie nicht künstlich. Es werden nicht alle Fakten genannt, aber es wird immer schön im Fluss erzählt und ich fand, dass es passt einfach so gut und ich finde es auch, wer jetzt meinetwegen als Jugendlicher, sage ich mal, weil es ja nun auch ein Jugend-Fantasy-Roman ist, nicht so viel mit Geschichte hat, kriegt sie hier einfach nebenbei mitgeliefert und kann sie sich vielleicht auch so ein Stück weit besser merken und hilft einem vielleicht auch, diese zu merken. Das fand ich so wunderbar. Nichtsdestotrotz hat dieses Werk natürlich auch absolut seine Längen. Es hat insgesamt, lasst mich raten, 750 Seiten und ist streckenweise zieht sich das, aber ich finde, dass die Geschichte trotzdem gut gelungen ist, der Schreibstil mir auch wahnsinnig gut gefallen hat. Ich das Gefühl habe, dass die Geschichte dafür so, also dass der Schreibstil dafür sorgt, dass ich in diese Geschichte falle und auch meine Freude am Lesen habe dabei. Man merkt aber auch beim Schreibstil, dass es halt einfach für Jugendliche geschrieben worden ist, dass er sehr einfach ist und dafür dann halt eben auch sorgt, dass man in die Geschichte fällt. Wer jetzt nicht so für Jugendfantasy sich begeistern kann und seine Probleme damit hat, ist vielleicht an der Stelle auch für den ist vielleicht das Buch auch nicht wirklich was, aber wer dem Ganzen nicht abgeneigt ist und auch mal gerne andere Fantasy-Geschichten lesen möchte, dem kann ich dieses Werk eigentlich nur empfehlen, aber lest vorher trotzdem nochmal rein, weil ich kann mir vorstellen, dass der Schreibstil vielleicht doch dem einen oder anderen vielleicht nicht so zusagt und bei 750 Seiten finde ich, und es gefällt einem dann nicht, kann man vorher doch vielleicht noch ein paar Seiten lesen und vielleicht dann entscheiden, ob das Buch was für einen ist. Sind wir ja auch schon beim letzten
Buch angelangt. Und ich hatte ja auch vorhin gesagt, dass es drei Bücher sind, über die ich gar nicht so genau sprechen möchte. Und zwar, wer hätte es gedacht, handelt es sich mal wieder um ein Buch über Astrid Lindgren. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere sich vielleicht auch schon denken kann, um was das Video sich dann handeln wird. Aber sei es wie es sei. Und zwar habe ich eine weitere Biografie, aber diesmal eine Biografie, sage ich mal, für Erwachsene von Astrid Lindgren gelesen. Und zwar habe ich mir das Buch von der diesjährigen Leipziger Buchmesse mitgenommen und konnte auch da einfach nicht dran vorbeigehen. Und weil ich auch die Aufmachung der Bücher sehr, sehr schön finde. Und es war quasi mein erstes Buch aus diesem Verlag und ich empfinde auch das Lesen sehr angenehm von diesen Büchern. Und zwar handelt es sich um Astrid Lindgren, Erinnerungen an eine Jahrhundertfrau von Sibylle Gräfin Schönfeld aus dem Blue Note, nein, das ist die Reihe, Ebers Baron Simon Verlag gelesen. Und ich fand, Biografien haben ja immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, sie können, ich sag mal, sehr langatmig beziehungsweise streckenweise vielleicht auch sehr langweilig werden, wenn sie nicht gut erzählt werden, beziehungsweise auch ja, sehr trocken wirken und vielleicht auch dafür sorgen, dass man nicht sehr oft danach greift. Sibylle Gräfin Schönfeld hat es aber geschafft, die Biografie so gut zu erzählen, dass man nie das Gefühl hatte, dass es einem langweilig wird. Sie teilt das in wirklich gute Abschnitte, fasst so bestimmte Themen zusammen und dabei kann man immer so lesen, es sind immer so 5 Seiten, die sie dann zusammenfasst, und ich finde das eine gute Länge, dass man sagt, okay, jetzt kann man auch erstmal eine Pause machen und vielleicht auch was dazwischen schieben. Und auch den Schreibstil von Sibylle Gräfin Schönfeld fand ich wirklich gut gelungen für eine Biografie und ich hatte nie das Gefühl, dass es mir langweilig wird. Und ich habe auch doch ein paar Punkte hier entdeckt, die ich noch nicht wusste. Ja, genau, so viel dazu. Aber ich muss schon sagen, diese Werke sind einfach wirklich gut aufgemacht, auch mit dem Leinenband hier und dem doch für mich sehr schönen Cover. Ja, dann waren das jetzt auch schon meine 5 gelesenen Bücher und es bleiben quasi nur noch die Comics. Und wie ich ja bereits gesagt hatte, waren es insgesamt 3 Stück. Und diesmal habe ich begonnen, quasi eine weitere angefangene Reihe fortzusetzen. Und ich habe dann einfach nochmal von vorn angefangen, weil ich den ersten Teil schon etwas länger gelesen hatte und dachte mir so, ach, lies ihn einfach nochmal. Und bei einem Comic kann man eigentlich so an sich ja nichts falsch machen, ihn nochmal zu lesen, beziehungsweise geht das ja auch relativ schnell. Also man kann generell nichts falsch machen, wenn man ein Buch, was man sehr gerne gelesen hat, nochmal liest. Und zwar handelt es sich um die Reihe The Walking Dead. Ich hatte ja von, Kirkman und Robert Kirkman und Tony Moore, hier der erste Band Gute Alte Zeiten aus dem Crosscut Verlag. Ich habe ja die Reihe, die Serie gesehen, beziehungsweise, ja, ich habe ja die Serie gesehen und ich wusste ja von Anfang an, dass es auf einen Comic basiert, und ich war immer sehr, sehr neugierig schon auf den Comic und dachte mir so, na klar, warum nicht? Ich kann mir vorstellen, dass der Comic sowieso etwas anders erzählt wird als die Serie selbst, und war daher sehr, sehr neugierig und hatte vor langer Zeit schon angefangen, den ersten Band zu lesen. Und dachte mir so, ja klar, fängst du wieder an von vorne. Ich hatte ja bloß den ersten Band gelesen, also habe ich eigentlich nicht viel falsch gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Ich mag den Comic sehr, sehr gern. Ich mag die Zeichnungen. Ich mag auch, dass es viel, viel langsamer erzählt wird wie die Serie selbst. Was natürlich einfach an dem Medium liegt. Eine Serie kann definitiv nicht so langsam erzählt werden wie der Comic selbst, aber ich finde es wahnsinnig entspannend, dass manche Dinge einfach viel langsamer erzählt werden und auch die Protagonisten auch anders zur Geltung kommen als in der Serie selbst. Und ich habe mir ja so ein bisschen auch vorgenommen, immer ein, ich sag mal, normales Buch zu lesen und dann anschließend ein Comic. Aus diesem Grund habe ich dann auch den zweiten Teil
gelesen, nee, das ist der dritte, den zweiten Teil gelesen, und zwar Ein langer Weg, und zwar ist das diesmal von Robert Kirkman, Charlie Adlard und Cliff Redburn. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass jeder eigentlich weiß, um was es bei The Walking Dead geht. Und von daher denke ich, brauche ich auch gar nicht mehr viel zu erzählen. Und ja, mit fortschreitender Reihe ja schon gleich gar nicht, um auch nicht zu spoilern. Und hier auch noch den dritten Band, und zwar Die Zuflucht, diesmal auch von Robert Kirkman, Charlie Adlard und Cliff Redburn. Ja, ich mochte alle drei Bände bisher sehr, sehr gut, sehr gerne. Ich mag die Atmosphäre, ich mag die Protagonisten, ich mag, wie sie sich entwickeln. Ich mag den Zeichenstil eigentlich, ja. Ich lege hier so ein bisschen auch mein Comic-Herz höher, und ich bin immer schon sehr gespannt auf die nächsten Reihe und wie es hier im Comic weitergeht. Und ja, das waren dann auch die Comics. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, genießt die Lesezeit und lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Ich würde mich sehr freuen darüber. Also bis dahin. Tschüss!